willst, lass ich Cosma oder Aaron Eclipse machen. Dann habe ich hinterher einen Merkur und einen Mars-Gin. Was hätte ich noch so übrig, wenn... Neptunoid hätte ich übrig. Okay, dann mache ich mit Aaron Neptunoid. Du hältst durch weiter und du rufst Eclipse. No. In your face! Ja. Ja, es hat ordentlich einen Schaden gemacht. Ja, hat bei Jenna nicht ausgereicht. Hey! Auch uns Frische wird absorbiert. Das ist schlecht, meine Heilerin ist gelähmt. Die haben den auf Standby gesetzt, dass er sich erholen muss. Das gefällt mir nicht. Ah, Verteidigung erhöhen. Erhöhe du Verteidigung. Momentan Widerstand und du hebst den Jungen mit einem Elixier mal auf. Ihr wollt mich echt? Ja, wollen sie, Chick, wollen sie. Warum klaut ihr nicht direkt alle meine Gins, ne? Und sorgt dafür, dass sie sich erholen müssen. Das gefällt mir gerade nicht. Überhaupt nicht. Heil du Aaron. Umbra, Schild aus Wasser schaffen. Ja. Wen hast du mir geklaut? Funke. Erhöhen, pausieren. Ich such den Aria mal zu paralysieren. P. PP. Widerstand. Das kann ich natürlich auch machen.
Felix ist nicht schneller. Felix ist nicht schneller als Denaria. Gut, dass das auf Aaron nicht ganz ausgereicht hat. Was habe ich denn jetzt zu beschwören? Odysseus. Odysseus. Ich könnte sagen, hey Aaron, da wird deine Wasserkraft noch mehr verstärkt. Und dann halt gleich wieder ein bisschen durch. Könntest du sie wieder verlangsamen? Odysseus. Durchheilen. AP, Gegner betäuben. Findet Schaden. Sie möchte nicht betäubt werden. Und da war die Chance auf den One-Hit-KO. Ach, Denaria. Jetzt kommt auch noch mit Asteroid an. Das wird schmerzhaft. Aber Odysseus hoffentlich auch. Das reicht nicht. Phönix. Mal heilen vielleicht. Und was machst du? Ach je. Hätte ich mal Dunst gemacht, ne, auf Jenna. Alter. Die anderen, die nächste Runde überleben? Sind zwar auch schon ein bisschen angeschwächt. So viel haben sie eigentlich nicht verloren. Ja, Felix hat ja seinen Feuerwiderstand mit Büchern. Aber Aaron. Aaron, werfen wir mal eine Nuss zu. So, drei Stück. Ostara. Sie holen alle. Schwäche gegnerische Attacke. Das ist eine Verteidigung. Denaria. Du hältst durch und du versteckst Jenna. Ja, die größere Gefahr von beiden ist weg. Ist
ist meine Verteidigung? Das ist ja nicht... Das finde ich aber gar nicht gemein. Ja, doch, das finde ich gemein. Sehr gemein sogar. Doppelhieb. Vom Gegner einen Stein. Verteidigung. Nicht Attacke. Ah, Hagatio war langsamer, oder? Als Aaron. Aber wenn jetzt Denaria schon weg ist, wird Hagatio wahrscheinlich auch recht schnell weg sein. Polaros. Schneller. Erhöht die Attacke aller Freunde. KP, PP. Gegner besänftigen. Schlag. Vergiften. Ja komm, vergiften hat ja die letzte Mal auch nicht funktioniert. Das ist ein Steinart. Moment. Polaris müsste jetzt eigentlich ziemlich schmerzhaft sein. 125 nur. Ist das eine Verteidigung erhöht oder was ist los? Oder weil ich so wenige, also viele Chins bei mir auf Standby sind. Eigentlich? Die Narien ist mit ihrer 1-HKO-Attacke weg. Da kann ich ja noch weitere Djinns von dir benutzen. Teamattacke. Ja, Geleit. Ja, Verteidigung. Obwohl, du bist sowieso als letztes drin. Naja, vielleicht überlebt er noch diese Runde. Gegnerischer Angriff, gegnerische Verteidigung. Noch schneller werden? Wir sind sowieso schon schnell genug. Du greifst einfach mal normal an. Auffüllen. Tüfte, PP, vergiften. Ich kann Flora. Oder Megere. Oder Zagan. Noch eine Flora. Vielleicht reicht das jetzt schon. Und der Typ vom Feuerclan wird mit Blümchen dann zerstört. Und reichen die Blümchen? Es reicht nicht! Luminabelle! Hat auch nicht gereicht. Ist auch nicht. Jetzt kommt er schon wieder mit seiner Drachenwut an, die keine 40 Schaden macht. Alles wieder normalisiert. Das gefällt mir nicht. Echo. Synergie versiegeln. Eine Verteidigung. AP auffüllen. Ja, falls er die Runde auch überlebt. Du haltest es mal wieder durch. Vergiften.
Vielleicht schaffe ich es ja diesmal, ihn zu vergiften. Oder was denkt ihr? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Schafft es, Chicken Hagartio zu vergiften. Die Auflösung gibt's dann morgen.